Dienstbeginn für Hamid. Der afghanischstämmige Mann arbeitet bei der Bundespolizei am Köln-Bonner Flughafen und möchte hier nur mit seinem Vornamen erwähnt werden. Gerade ist eine Maschine aus Istanbul und Teheran gelandet. Jetzt muss Hamid zur Passkontrolle. Das ist einer seiner Hauptaufgaben am Flughafen. Hamid hat die 11. Klasse verlassen und hat eine Ausbildung als Restaurantfachmann angefangen. Die hat er erfolgreich abgeschlossen. Und danach hat er sein Abitur nachgemacht. Sein Traum war es aber, Polizist zu werden. Aber so einfach war das nicht für den Geflüchteten. Damals hatte Hamid aber nicht die deutsche Staatsangehörigkeit gehabt. Bis zu seiner Einbürgerung hatte noch 2 Semester Wirtschaftsinformatik studiert. Dann wurde er eingebürgert und sofort hatte er 2019 sich für die Ausbildung bei der Bundespolizei angemeldet. Der Unterschied zwischen der Polizei und Bundespolizei ist, die Bundespolizisten haben die Aufgabe, die Grenzen zu schützen, an den Flughäfen und Bahnhöfen für Ordnung zu sorgen, während die normale Polizei für Kriminalitätsbekämpfung zuständig ist. Hier in St. Augustin hat Hamid unter anderem seine Ausbildung gemacht. Er wurde im März 2022 fertig. Ein wichtiger Baustein für alle Polizisten ist das regelmäßige Schießtraining. Heute ist es wieder soweit. Als Polizist muss man bei einer Eskalation schnell reagieren können.
Meistens kann man nicht vorhersehen, wie sich die Situation entwickelt. Dafür üben Sie regelmäßig hier. Wenn du ihm sagst, er soll das Messer weglegen, und er tut es nicht, ja, habe ich immer noch die Möglichkeit, es wirkt nicht, Messer weg oder ich schieße. Okay. 2,5 Jahre hat die Ausbildung bei Hamid gedauert. Wie schwer war die? Zurück zum Flughafen. Hamid geht mit seiner deutschen Kollegin Nadja oft auf Streife. Von Nadja wollte ich wissen, welche Vorteile hat man als Polizeibeamter, wenn man einen Migrationshintergrund hat? Für Hamid ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Jetzt möchte er bei der Polizei seine Ziele verfolgen und weiter aufsteigen.